Ja, wer da, wer da? Den kannst du schon gar nicht mehr erwarten. Wir haben dich hier so lange liegen lassen, weil du uns so ans Herz gewachsen bist. Ne? Aber jetzt können wir leider nicht mehr länger warten. Jetzt bist du dran. Noch ein paar Grunzer und dann hast du deinen letzten Grunzer gegrunzt. Ja, schreck's nach von den Kopf und Schiller Grüß am Bäder, gell? Na, bist du mit dem verkehrten Fuß aufgestanden, hä? Mit dir rede ich nicht mehr, Papa. Was? Mein ganzes Leben lang rede ich kein einziges Wort mehr mit dir. Oh, dann war das der letzte Satz aus deinem lieben Goscherl. Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich, ne? Du brauchst dich gar nicht lustig machen über mich und meinen Schmerz. Warum tut er was weh? Du weißt ganz genau, von was ich rede. Sowas Gemeines, sowas Ausgeschampt, sowas Niederträchtiges, sowas... Ja, jetzt fällt dir nicht mehr ein, gell? Na, auf jeden Fall hätte ich dir so eine Tat nie zugetraut. Nein, schau, Moni. Schau, unser Bertha, das ist halt einmal kein Meerschweinchen, sondern eine ganz normale, fette Sau, ne? Fett? Die ist nicht fett. Hm? Die ist gerade recht so. So richtig lieb, mollig. Hm? Und normal ist die Bertha schon gleich gar nicht. Hm? Papa, du selber hast immer gesagt, dass die Bertha für eine Sau unwahrscheinlich intelligent ist. Ja, ja. Glaub, dass die alles versteht, was man zu ihr sagt. Ich dachte schon, aber so intelligent ist unser Bertha auch wieder nicht, dass sie in einem Zirkus als Seiltänzerin auftreten kann. Ne? Und darum wird sie geschlachtet und gefressen. Und du meinst, dass ich das Schweindel umsonst so hochpeppelt habe? Aber auf jeden Fall nicht dazu, dass jetzt so hinterrücks dahin gemetzelt wird. Also bitte schön, keine Diskussionen mehr. Der Kessel ist bereits beheizt. Ich gehe jetzt. Ja, wo gehst du denn hin? Nimm Abschied von der Bertha. Was? Das darf doch nicht wahr sein, was das Mädel für ein Theater macht wegen dieser blöden Sau. Aber ich hab's zu meiner Alten, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert schon die Spiegeleier, weil wenn sie in der Pfanne drin liegen, weiß kann ich Biber geworden sein, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Du sitzt da herin und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, noch ein paar Schleifer und dann... Also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stich mir bei ja nicht daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du... Du kannst dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel Schweinchen ade, schlachten tut weh, schlachten tut weh. Ich spinn doch nicht. Ich sing doch einer Sau nichts vor. Und hab ich schon einmal daneben gestochen? Alles, deswegen brauchst du nicht gleich so narrisch werden. Ist aber auch. Ich werde nicht narrisch. Mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Soll das vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Ha? Nein, ich nicht. Aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir sauber vorsingen und dann darf ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Heute gibt es Obacht, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich aus Versehen die abstichst, da die Sau, ne? Rutsch mir doch einen Buckel runter. Ja. Ich gehe jetzt zu unserer Bertha. Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl. Weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Und ich brauch bloß noch sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay. Ihr Mannsbruder, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein. Rohlinge seid ihr. Ja. Jawohl.
Ja. Rohlinge. So, Rohlinge. Ja. Weißt du, was wir sind? Wir sind Bestien, sag mir, Bestien. Da brauche ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sehe schon kommen. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama. Oh, mein Gott. Schönen Tag wünsche ich, Herr Herrn Weiß. Aha, unser zugereistes Nordlicht, der Herr Gendarm Dotterweich. Na, wie geht's denn immer? Ha? Ach, es hält sich in Grenzen, Herr Herrn Weiß. So. Ja, ja. Die Mentalität der Einheimischen ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ja? Man scheint sich hier immer noch etwas dagegen zu sträuben, mich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Das kommt daher, weil Sie ein Preuße sind. Aber sonst sind Sie recht ein netter, sympathischer Mann. Das tut wohl, lieber Herrn Weiß. Das tut wohl. Ja, das ist ja recht, wenn es Ihnen wohl tut. Bei mir tut es nicht weh. Sie erlauben doch. Sitzen, Herr Gendarm Dotterweich, sitzen Sie da nieder. Wissen Sie, irgendwie kann ich immer noch nicht verstehen, wieso man mich von der Stadt in dieses Kaff versetzt hat. Warum? Ja. Weil in der Stadt schon so viele Preußen drin sind. Ja, bei uns da draußen, ne, da fallen sie natürlich ein bisschen auf. Ne, da ist ja ganz klar, weil sie da hier bei uns in unserer Gemeinde bei diesen dickschädlichen Bauern sind. Ne? Ja, irgendwie habe ich immer den Eindruck, man scheint mich nicht ganz für voll zu nehmen. Ja, das kommt daher, weil sie mit uns ein bisschen in der Wirtschaft zusammensitzen. Will man was trinken und so. Kommunion heißt man das, glaube ich, ne? Kommunikation. Ach so, ja. Ich trinke grundsätzlich nicht. Und das ist grundsätzlich ein Fehler von Ihnen. Dadurch sind Sie grundsätzlich bei uns da draußen unten durch. Da sind Sie grundsätzlich kein Mannsbrüder gewesen quasi, ne? Das ist ja eine unglaubliche Einstellung. Aber eine entscheidende für Sie. Und dann kommt bei Ihnen erschwerend hinzu der saublöde Name, ne? Dotterweich. Wie kann schon einer Dotterweich nur dazu, wenn er Gendarm ist, heißen, ne? Da muss ja jeder lachen, ne? Dafür kann ich aber nun wirklich nichts. Ja. Was glauben Sie, wie ich in der Schule deswegen schon gehänselt worden bin? Ja, das glaube ich natürlich. Wissen Sie was? Jetzt kommen Sie halt abends zum Schlachtschüsselessen zu uns. Leber und Blutwurst gibt's, ne? Und nachher werden Sie Ihre dummen Gedanken schon vergessen. Aber gerne. Ja, dann sehe ich wohl auch Ihre Tochter, das Fräulein Moni. Ja, wenn sie nicht schmerzgebeut wegen der Sau da niederliegt, ja, ist sie da. Empfehle mich, Herr Hirnweiß, und sehr gut. Bis heute Abend. Haben Sie recht. Ja, sehr gerne, Herr Dotterweich. Na, na, na. Na, na. Wie kann ein Mann bloß Dotterweich waschen? Na, ja, da wär's ja auch was. Ah, grüß den Nachbar. Ja. Was denn? Die Sau, die quietscht ja immer noch. Ja, das Jodeln habe ich dir bis jetzt nicht beibringen können. Wie lange müssen wir denn das noch anhören, ha? Bis sie geschlachtet ist. Das gibt es nicht. Jetzt wetzt der Mann schon 2 Stunden das Messer, anstatt dass er seiner Sau endlich den Gnadenstich gibt. Pass auf, liebe Nachbarin, tu dich nicht drum kümmern. Kommst heute Abend zum Schlachtschüssel essen, da gibt's Leber und Blutwurst, ne? Also das weiß ich noch nicht. Was? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich bin ich da noch gar nicht so scharf drauf. Ja, nur lass das bleiben. Du brauchst bei den Nasen gar nicht so hoch stehen, gell? Ich steh gar nicht hoch, nicht einmal die Nasen. Ja, komm jetzt, hör auf. Du weißt ganz genau, dass mir die Sache mit meinem Sohn Bäder und deiner Tochter Moni überhaupt nicht passt. Und ich sag dir drauf, da musst du dich mit den jungen Leuten unterhalten, mimisch mich da nicht, nein. Sagst du, das glaube ich dir ja sogar. Obwohl du dir ja die Finger bis zum Ellbogen hinter abschrecken müsstest. Du machst nicht so süß. Ja, du kannst ja froh sein, wenn mein Bäder dein Moni nimmt. So notig, wie es ihr beieinander habt. Was? Aber über diese Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das glaube ich dir zum Beispiel wieder, weil in der Sache wahrscheinlich du das letzte Wort sprichst, gell? Sehr richtig, ja, gell? Ja, schleiche doch, du blöde Hühner, du blöde. Und dass ihr mehr habt wie mir, hä?
Jago. Aber jetzt meine ich, hast recht, es ist höchste Zeit. So, Bertha, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Jetzt kommst du in den Schweinehimmel. Jetzt darfst du aber schon schön langsam wieder beruhigen. Sonst wird der Papa nur narrisch. Und mit Recht. Mama, hast du es gesehen, wie mich die Bertha mit ihrem treuherzigen Saublick angeschaut hat? Weißt du, was ich dir sage? Die hat es ganz genau gespürt, dass wir Abschied genommen haben. Geh, wollte doch nicht sein. Die hat genauso langsam drin geschaut wie alle. Und dann ist es ja auch nicht die erste Sau, die wir schlachten, nicht? Aber die liebst du. Und an keiner bin ich so Kind wie an der Bertha. Mei, müssen wir mal nachklappen, ist so auf Schritt und Tritt. Und dann hat sie mir so angeschupft mit ihrem feuchten Rüssel. Und wie lieb die immer grunzt hat, wenn ich es hinterm Ohrwaschel geraut habe. Mein Lieber, jetzt hörst du aber dann auf, gell? Das ist ja gar nicht mehr normal. Geh zu deinem Bären über. Kraul den hinter die Ohrwaschel, bis er glutzt. Und überhaupt, jetzt ist es bei mir an der Zeit, dass du ans Heiraten denkst und Kinder kriegst. Du, dann wird's dir schon vergehen, dass du wegen einer Sauer so ein Theater machst. Was? Heiraten? Ja. Wie? Am Bären? Ja, freilich, wenn du ihn sonst oder kennst du einen anderen? Nein. Na also? Die Mama, das hat doch nur Zeit. Frei, lass dir nur recht lang Zeit, bis ihr mal andere über den Weg läuft, mein lieber Madel. Das hat's viel schnell bei den Mannsbrüdern. Na und? Na und, sagt's. Ich versteh dich gar nicht. Du bist wirklich nicht mehr ganz gesund da drum. Eine Sau kannst du alle wieder kaufen, aber ein Mannsbrüd nicht. So, da laufen noch nur umeinander. Und übrigens, Mama, ich will mich einfach noch nicht festbinden. Da habe ich doch nichts mehr von der Jugend. Jetzt fangst du gleich eine, gell? Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt, he? Über dieses Thema reden wir zwar noch, aber nicht heute. Du hast die Gelbe putzen, gehst in dich. Hast du mich? Der Papa, der hat schon recht gemacht. Wir haben irgendwas Falsches gemacht mit deiner Erziehung. Ich habe so gern einen Schweinsbraten gegessen. Und ich bleib dabei. Die Bertha weiß ganz genau Bescheid, was mich so traurig angeschaut hat. Ah, grüß dich, Moni. Grüß dich. Was machst du denn da? Aha, Gäbelrohr putzen, da schau her. Jedes Rübchen gibt ein Grübchen. Ja, warum sagst du nichts? Magst du mich nicht mehr? Ach, es ist wegen der Bertha. Geschlacht wird's heute. Naja, fett nur ist ja. Sag mal, jetzt fangst du auch noch an. Ja, das hätte ich mir ja denken können. Ja, wieso denn? Jedes Schwein wird doch mal geschlacht. Wo liegt denn das Problem? Die Bertha isst aber nicht jedes Schwein. Ach, was redet denn überhaupt hier? Ihr Mannsbrüder habt alle miteinander kein Gefühl für die leidende Kreatur. Also das geht ein bisschen über meinen Horizont. Ja, dann red nicht und lass mir bitte mal Ruhe. Ach komm, jetzt soll halt nicht gar so fahren. Moni, ich hätte ganz gern was mit dir besprochen. Muss das ausgerechnet heute sein? Ui, heute bist du aber gut drauf. Dann habe ich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wenn du jetzt wieder davor anfängst, wann wir endlich heiraten, dann kannst du gleich wieder gehen. Ja, also mit dem Thema liegst du nicht ganz daneben. Also Moni, jetzt pass auf. Das mit... Ja! Doch, schau her! Das junge Paul. Ach, ist das ein reizendes Bild. Also, das geht so richtig zu Herzen. Sagt ihr mal, wann ist denn jetzt eure Hochzeit? Ach, wir haben ja schon so lange keine Hochzeit mehr bei uns im Dorf gehabt, wo doch die Hochzeiten wirklich das Allerschönste sind. Ja, die hat mir gerade noch gefällt. Ja, ja, Fräulein Agnes, wir regeln das schon. Ja, aber der darf nur nicht zu lang warten. Naja, ich weiß schon. Die jungen Leute heutzutage, die sind ja so unentschlossen und so flatterhaft. Ja, der wird immer umeinander probiert. Hin probiert und her probiert. Statt dass man heiratet und ein Leben lang beieinander bleibt. Und dann vielleicht ein Leben lang unglücklich ist.
Ach, so ein Schmarrn. So was hat es ja früher auch nicht gegeben. Da hat man gar keine Zeit gehabt. Unglücklich sein. So eine neumodernische Erfindung ist es. Früher, da war man froh, wenn man überhaupt geheiratet worden ist. Nein, ich meine natürlich, da war man froh, wenn man verheiratet war. Ja. Ah, da können Sie ganz besonders gut mitreden, gell, Fräulein Agnes? Ja, selbstverständlich kann ich da mitreden. Oder glaubst du vielleicht, ich bin schon als alte Jungfrau auf die Welt gekommen? Ja. Was? Also pass auf, gell? Ich hab genügend Verehrer gesucht. Hm? Ich meine, gehabt, ja. Nur zum Heiraten, da waren sich die anderen immer zu gut. Da war ich mir für die anderen immer zu gut. Ach, ist jetzt Miss Mark. Auf alle Fälle bin ich jetzt eine restlos glückliche Pfarrersköchin geworden. Na, sehen's, die Wirklichkeit bleibt mir ja auch immer noch. Was? Moment einmal. Wir haben nur einen Pfarrer und der gehört mir. Nein, natürlich nicht. Ich meine dem Koch sehe ich schon. Nein, ach, ist mir's morgen. Auf alle Philippiner, schaust jetzt, dass der Monika bald heiratet, gell? Ja, und da kommt's gar nicht auf dumme Gedanken. Ja, und wenn wir gar nicht weiterkommen, kommen wir zu Ihnen und holen uns Rat. Gell, Fräulein Agnes? Ja, das ist eine gute Idee. Das tät's Kinderlein. Haben Sie eigentlich voll Zeit, Fräulein Agnes? Ich? Zeit? Wieso Zeit? Na, ich meine nur, was Ihnen überhaupt nicht pressiert. Was? Mir pressiert sie? Also die jungen Leute heutzutage, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und wie es mir pressiert, rutscht mal ein bisschen. Also, jetzt passt mal. Erstens muss ich heute noch die ganze Kirche putzen. Ja, was glaubt ihr, was das für eine Arbeit ist? Ja, mein Gott, da könnt ihr überhaupt gar nicht mitreden. Und zweitens, was war denn zweite? Ach ja, richtig. Moni, der Papa tut doch heute schlachten, gell? Ja, und damit die Mama nicht extra rübergehen muss zu mir, habe ich gleich ein Töpfel mitgebracht, gell? Schau ja, da unten möchte ich bitte die Suppe und oben das Fleisch. Ja, ich sag's der Mama. Ja, und sag's der Mama bitte noch, ob sie möchte auch für den Herrn Pfarrer extra noch Blut- und Leberwürsten überschicken. Die is sie so gern. Was? Die isst der Herr Pfarrer so gern. Ja, ich riecht schon aus. Ja. Wollen sonst nirgendwas? Sonst noch, ja, was gibt's denn sonst noch von der Sau? Vielleicht Wammerl? Wammerl ist uns viel zu fett. Nein, das mögen wir nicht. Ja, aber ja, wir wassen mit Kalbsfüßel. Was? Kalbsfüßel? Ja, der Sau. Ach so, ja, richtig. Ihr schlacht ja Sau, gell? Also, das ist ja lustig. Sau mit Kalbsfüßel. Das wäre ja direkt der reinste Wolperdinger. Dann gehe ich halt jetzt wieder, ja, gell? Okay. Ja, weil ich habe doch noch viel Arbeit, gell? Also dann, auf Wiedersehen, ihr zwei. Und jetzt ja nicht vergessen, dass man frühzeitig Bescheid sagt, wegen eurer Hochzeit. Ihr wisst schon, wegen dem Blumenschmuck in der Kirche. Ach, wird das eine schöne Hochzeit. Also, da werde ich oben ein paar Rosen hinsetzen. Unten muss dringend Tag- und Nachtschatten hin und auf der Seite kann man ein paar frei. Endlich ist die fort. Na. Was wird mir jetzt ganz rausgebracht? Glaubst du es? Und mir, wenn es sieht, fragt es mich jedes Mal, wann wir endlich heiraten. Ja, genau. Über das wollte ich ja eigentlich mit dir reden. Also, Moni, das mit dem Heiraten... Das hat nur Zeit, meinst du? Ja, das auch. Das heißt sowieso... Schau, Moni, ich hab dich doch wirklich gern. Das war's doch, oder? Ja, wir kennen uns ja auch schon lange genug. Genau. Wir sind ja praktisch miteinander aufgewachsen. Naja, das war wirklich eine schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, oder? War ganz nett. Was heißt denn da ganz nett? Ich meine, es hat doch Zeiten gegeben, da... Was bitte? Wir haben uns doch richtig gut verstanden. Wir haben doch nie, wenigstens ganz selten, miteinander gestritten. Und das heißt doch schon was, oder? Ja, sag einmal, Peter, auf was willst du eigentlich hinaus? Ja, ich möchte endlich einmal wissen, wer auf die Idee gekommen ist, dass wir zwei heiraten. Ihr habt doch diesbezüglich nie was gesagt. Na, ich aber auch nicht.
Ja, wieso redet dann der ganze Ort davon? Ja, wahrscheinlich, weil wir die meiste Zeit beieinander sind und weil wir ganz selten miteinander gestritten haben. Ja, Moni, die Rumdruckerei, die bringt jetzt auch nichts mehr. Moni, ich sag's jetzt ganz gerade raus. Mhm. Das mit dem Heiraten von uns zwar wird nichts. So? Und warum nicht? Das trifft dich jetzt schon hart, gell? Na. Was? Wieso nicht? Schau, Moni, ich würde ja nicht unglücklich machen. Okay. Wer sagt denn, dass ich unglücklich bin? Was? Wieso nicht? Oh. Du bist nicht unglücklich, wenn ich dich sitzen lasse? Na, es tut mir leid, na, ich bin's nicht. Das ist ja ein Hammer. Ich trug wochenlang rum, hab schlaflose Nächte, ein schlechtes Gewissen, weil ich sie sitzen lasse. Und sie ist nicht einmal unglücklich. Du und schlaflos? Jawohl, schlaflos. Weil ich nämlich Angst gehabt habe, du kannst da was antun. Gebe. Also jetzt muss ich wirklich lachen, wo ist das? Das trifft mich hart. Das trifft mich jetzt hart, dass dir das so vollkommen wurscht ist. Was? Also ich hätte schon mal gemeint, dass mir zwar und so weiter halt. So, Peter. Sag einmal. Soll jetzt vielleicht ich dich trösten, ha? Ja, wurscht ist mir das nicht, aber ich bin halt nicht unglücklich. Das wird der männliche Stolz schon verkraften. Mir trifft es im Moment viel härter, dass meine Sauheit geschlacht wird. Was? Einer Sau wohnt sie nach und mir keine Träne. Ich bin doch der größte Ochs, der umeinander hat. Nein, das bist nicht, Peter. Ich hab dich gern, wirklich. Ja, das merke ich. Mich mit einem Schwein auf die gleiche Stufe stellen. Ja, was heißt auf die gleiche? Sogar noch drunter. Ach, Peter, wir zwei haben uns halt eben so gern. Wir zwei Nachbarskinder, die miteinander aufwachsen, sich halt gern haben. Na, also das stimmt nicht. Ein bisschen mehrer war schon, oder? Na ja, gut, ein bisschen mehr. Aber aus dieser Tatsache haben sich eben alle und vor allem meine Mama eingeholt, dass wir zwei mal ein Paar werden. Aber glaubst du es, Peter? Ich war mir noch nie so richtig sicher, ob ich das wirklich will. Ich schon. Wenigstens hier und da. So, sei halt nicht so beleidigt. Hm. Was da vielleicht lieber, ich darf mich jetzt in Tränen auflösen oder dir ein Mordstheater machen. Oder mir wieder kletten an die hinhängen. Ha? Na, ganz im Gegenteil. Das wäre mir sogar sehr unangenehm, weil ich... Ja? Sag einmal, kennst du die Holzinger-Rosel aus Stelzing? Holzinger-Rosel? Ach, ist das die kleine Dicke? Na, das ist ihre Schwester. Die Imoan, die ist ein bisschen größer. Mhm. Naja, auf jeden Fall wollen wir heiraten. Ach, dann kennst du es doch schon länger. Ja, so kann man sagen. Ich bin jetzt richtig froh, dass du es endlich weißt und dass du es so gefasst aufgenommen hast. Also, du bist mir nicht bess. Na, Peter, nein, bin da nicht bess. Eigentlich bin ich sogar froh. Hm. Weißt, ich glaube, wir zwei haben uns einfach schon zu lang kennt. Da hat immer irgendwas gefehlt, so das Schöne, das Neue, wenn sie zwei kennenlernen und verlieren, weißt? Ja, ja, verstehe dich schon. Bei uns zwei, da hat einfach der Pfeffer gefehlt. Ja, und das Salz. Ja, und? Sag ja nicht Essig und Öl. Na, bei uns hat nichts mehr geknistert. Ja, genau das ist es, weißt du, Peter? Ich meine halt immer, wenn ich mal meinen zukünftigen Mann kennenlerne, du, da müsstet man heiß und kalt werden und einen Knierschnackler müsstet ich kriegen. Aber bei dir schnackelt gar nichts. Oh. Also so hart brauchst du mir auch nicht gerade hinschmettern, oder? Ja. Naja, im Grunde hast du recht. Was bei der Rosel? Da kriege ich jetzt mal einen Knierschnackler, wenn ich sick, wenn ich heimgehe, wollte ich sagen. Na, siehst du das? Sind wir uns ja einig, ha? Mhm. Heirat du deine Rosel. Möchten ein bisschen was von meiner Jugend haben? Hm? Genau. Und Pfarrersköchin kannst du immer noch werden. Ja. Du, aber der Mama und dem Papa sagen wir noch nichts, gell? Da sagen wir nichts. Das merkt er schon noch. Und jetzt kriegst du von mir einen Abschiedsbusserl. Ja, so, lass uns mal. So was ja, mein. Zeit wird's ja, mein Lieber. Mei, das passt ja ganz gut. Da können wir ja gleich heute noch Verlobung feiern, nicht? Na, Mama. Zuerst fresst man die Sau und dann kommt ihr zwei drauf. Wenn sowieso gerade das halbe Dorf da ist, nicht? Mama, ha? Wir sind uns gerade erst einig geworden. Ja. Alles andere hat noch Zeit. Ja, ja, das hat noch Zeit. Also, wir wollen ja unsere Entscheidung noch nicht an die große Glocke hängen. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, was ihr junge Leute überhaupt mit der Geheimnistuerei. Das darf doch jetzt ja jeder wissen. Meid, Leid reden ja sowieso schon. Weißt du, so lang geht's miteinander.
Die Leute rennen so und so. Ja, ja, Frau Hirnbeiß, die Sache ist ja so. Wir beide wissen, was wir wollen und denen Leuten geht es nicht so. Also glaubst du, da kann ich mich jetzt gleich richtig ärgern? Nicht einmal eine gescheite Verlobung darf man feiern. Mama, du kommst schon noch zu deiner Verlobung. Irgendwann. Mit euch jungen Leuten weiß man ja nie, wie man droh ist. Zuerst pappen soll wir aneinander droh und schmusen miteinander. Aber mitfreuen und mitfeiern, das darf man dann nicht. Also, ich glaube, ich gehe dann wieder, gell? Für die Moni, für Gott, Frau Hirnbeiß. Für die Gott, Peter. Ich weiß gar nicht, was ihr für junge Leute seid. Bei uns seiner Zeit hat man halt Nägel mit Köpf gemacht. Da hat man sich entschieden. Aber bei dir, Mädel, bei dir glaube ich schon bald, dass du noch eine alte Jungfer wirst. Oder vielleicht Pfarrersköchin wird die Agnes. Okay, so blöd bist du doch nicht. Ach, weil wir gerade vom Blöd reden. Die Agnes war vorhin da. So? Ja, und die hat gesagt, du sollst dir von der Kesselsuppe unten was Neider und Oma Fleisch. Und dann hat sie gesagt, für den Herrn Pfarrer noch extra Blut und Leberwürst. Sag einmal, woher weiß jetzt die das, dass wir schlachten haben? Also, Herrn tut die alles. Ja, nicht nur Herrn Zeng, auch. Jetzt muss ich schauen, wie weit der Papa mit der Sau schon ist, gell? Oh, schon Schlacht? Gerade hat's noch gerunzt. Na, das wird ein schöner Schlag für Mama, wenn die erfahrt, dass das nix wird mit dem Bäder. Aber was soll's? Auf mich nimmt er schließlich auch keine Rücksicht. Die Bärte wird auch ohne meine Zustimmung geschlachtet. Nein, ich hör's gar nicht mehr. Die wird doch nicht schon. Hallo, Fräulein Moni. Ach, ich bin's. Herr Chantal, ich habe jetzt leider gar keine Zeit. Ich muss unbedingt das jetzt fertig machen. Nur auf ein kleines Minütchen, Fräulein Moni. Na, mir pressiert's wirklich. Heute wird doch die arme Bertha geschlachtet. Ja, deswegen bin ich unter anderem auch hier. Ja? Ihr lieber Herr Vater war so freundlich, mich zu diesem Schlachtfestessen heute Abend einzuladen. Da ich aber nun bedauerlicherweise für einen erkrankten Kollegen im Nachbarort Dienst tun muss, bin ich heute Abend nicht abkömmlich und da... Ach, da haben Sie ja gedacht, Sie wollen von der Kesselsuppe ein bisschen da was rein. Ja, schnell Sie das erfasst haben, Fräulein Moni. Einfach unglaublich. Es war nicht so schwer zu erfassen. Ah ja, mir kann es ja recht sein. Dass ich nicht komme? Na, das ist mir wurscht. Ich wollte sagen, von der Wurst können sie auch ein bisschen was haben. Nein, es ist mir gerade recht, wenn die sterblichen Überreste von meiner Bertha so schnell als möglich gegessen sind. Glauben Sie mir's? Ich bringe kein Stückerl von ihr runter. Ach, Fräulein Moni, Sie sind so zartfühlend, so weichherzig, so edelmütig. Einfach eine wunderbare, weiche Frau und so viel Mitleid mit dieser armen Sau. Okay, was redest denn da? Sie kennen mich doch gar nicht. Ich habe beim ersten Blick in Ihre warmen, weichen Augen gesehen, was für ein weiches Gemüt dahinter steckt. Jetzt weiß ich, warum Sie Dotter weich heißen. Aber glauben Sie mir, Herr Dotter weich, ich kann auch ganz furchtbar grantig und ekelhaft sein. Sie schrecken mich nicht, Fräulein Moni. Darf ich hoffen? Auf eine Kesselsuppe? Ja, freilich, im Serb. Nein, ich meine, spüren Sie nicht, wie mein Herz hämmert? Nein, ich spüre gar nichts, Herr Dotter weich. Vor 6 Wochen wurde ich in dieses Dorf versetzt und täglich versuche ich, einen Blick auf Sie zu erhaschen. Doch Sie erhören mich nicht. Doch heute habe ich den Mut gefunden, mich Ihnen zu offenbaren. Fräulein Moni, gönnen Sie mir den Funken einer Hoffnung. Aber ja, was ist denn da? Das ist eine dienstliche Vernehmung. So, dienstliche Vernehmung. Naja, was ich gesagt habe. Die junge Leute, unentschlossen, flatterhaft. Um einen Nader probieren. Dienstliche Vernehmung. Das werde ich jetzt dem Herrn Pfarrer berichten. Dienstliche Vernehmung. Na, bravo. Na, das haben Sie ja großartig gemacht. Was meinen Sie jetzt, was diese Dorfratschen für Gerüchte im Ort umeinander tragt, ha? Darf ich trotzdem hoffen? Doch. Sie können hoffen, dass von der Kesselsuppe für Sie noch was überbleibt, Herr Dotterweich. Warum ich nur nie Glück bei den Frauen habe. Das muss an diesem idiotischen Namen Dotterweich liegen. Welche junge Frau will schon einen Mann heiraten, der Dotterweich heißt?
Dieser Name Dotterweich klebt an mir bis an mein dotterweiches Ende. Jetzt Mama, guck nicht weiter. Der Papa, wie der noch klebt hat, hat einmal beim Schlachten und Wursten mitgeholfen. Ich mag aber diese Beziehungen mit denen nicht so ausbauen, mit denen Hungerleider. Es klappt mir schon, wenn du mit der Moni rennst. Das ist meine Sache, Mama. Und dann lass ich mir nichts dreireden. Eben, siehst, und ich auch nicht. Mein Gott, na, Bub, was ist denn los mit dir? Schau dir doch an, du kriegst doch an jedem Finger 10. Warum muss denn ausgerechnet die Moni sein? Also so schön ist die auch wieder nicht. Ich will nicht drüber reden, Mama. Oder wer redst du mein Leben nein? Also du, Bub, merke dir das eine. Deine Mutter redet nicht, sondern deine Mutter sorgt sich um dich und gibt dir gute Ratschläge, gell? Und das mit der Moni... Ja, Mama, die Platten ist schon bekannt. Jetzt geh rein und hilf, das bist du einer guten Nachbarschaft schuldig. Na, sag einmal, jetzt schubst du mich doch nicht so. Jetzt tust du mal das, was ich da sag. Marsch! Also, da hört sich ein Marsch an. So. Das wäre erledigt. Jetzt fahre ich zu meiner Rosel und sag ihr, dass wir heiraten können. Auf das Gesicht von der Mutter freue ich mich heute schon. Oh, Entschuldigung, ich hab gerade im Moment nicht aufgepasst. Ich wollte bloß da rein. Aber doch nicht mitten durch die Leit durch, oder? Was war es das für ein unfreundlicher Patron? Na, also sowas. Entschuldigung, ist da jemand? Oh, ja, sag's einmal! Was also redet ihr? Haufen müssen Sie mir auch nicht gleich reden. Wie rennt sie doch nicht? Sie rennen ja mir über den Haufen! Stänger da mal! Jetzt gehen wir's doch mal auf! Was ist denn da los? Aha! Hier, mein Sauerkrauttopf! In einer einzigen Stunde 3 Mannsbilder verbrauchen! So schön ist Ohrmal Homing! Sagen Sie mal, gibt's denn in dem Ort nur lauter Narrische? Seid's, das haben Sie jetzt davon. Ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. So damisch im Weg sind sie umeinander gestanden, das war schon viel zu viel. Na Klaus, was noch redet? Hoppala, die hat aber ein Temperament. Schaut dabei so lieb aus. Vor allem die Karosserie. Aber eine komische Bevölkerung ist das da, das muss ich schon sagen. Wir haben anscheinend alle einen kleinen Knall. Ja, apropos Knall, das könnt ihr eigentlich mal einen Probeschuss loslassen. Dann wird es morgen bei der Jagd schon klappen. Ich glaube, da draußen habe ich ein Fleckerl gesehen, da kann es eigentlich passen. Schauen wir mal. Oh ja, da gefällt es mir. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Da hat ihn doch geschossen! Geschossen? Ja. Wie, warum? Was? Ich bringe ihn um! Was ist los? Ah, der fragt, was los ist! Meine Sau ist los! Alois! 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 Wo bist du? Die Kinder waren ein schickliche Reihe! Was ist das? Beinahe! Was heißt beinahe? Beinahe hätte ich es erwischt! Ja? Aber sie ist mir gerade im Hintergartenzaun um die ganze Straße runter. Ich sag dir was. Sausen konnte ich. Ja, darum heißt ja Sau. Sausen konnte ich wie ein Kugelblitz. Ja. Und? Da hab ich ihr dann noch einen Strick nachgeschmissen. Ja. So, weißt du, so wie ein Taubrei. Taubrei. Ja. Aber sie war schon fort. Ja. Ich hab noch keine Luft mehr, so bin ich gerannt. Ja. Ich hol dir noch einen Luftpumpen, dann geht's ja, dir ein bisschen. Ja, ja, ja. Jetzt pass auf. Ja. Jetzt du jetzt mal, wir müssen eine ganz andere Taktik müssen wir anwenden. Taktik. Du stellst dich da her und pass auf. Ja. Und ich stell mich da her und pass auf. Ja. Und wenn die Sau kommt, dann ist sie umzielig. Ne? Das ist ein Schmarrn. Was ist ein Schmarrn? Von uns zwei ist die nicht umzielig. Weil so schnell kannst du gar nicht schauen, wie die zwischen uns durch wieder raus und oben die ganze Straße. Das ist ein Sonntagsjager, den bringe ich um. Wo ist er denn überhaupt? Der sucht abgebärter. Na ja, gut. Also pass auf, du stellst jetzt da hin. Ich stehe jetzt hin. Ja, und ja. Pass auf, und ja. Ich stelle mich da hin und pass auf. Ja. Ne, und wenn es kommt, dann schreist du gleich. Ne? Da kriege ich gleich so Kreuzweh. Das
halte ich nicht aus. Aber das sind schon Wehleute, komm, pass auf. Ja. Also, was ist? Siehst du das? Ich nicht, du vielleicht. Ja, eine. Halt! Ja, jetzt kommt's zu dir, lieber. Ja. Wenn's bei dir ist, dann springst du aus und wirfst dich auf die Sau. Hey. Was soll ich da? Auf die Sau draufschmeißen. Ja, spinnst denn du? Warum denn? Ich wirf mich doch nicht auf eine Sau. Du solltest doch der Stecher und nicht jeder Drucker. Weil wenn die blöde Sau nicht weiß, wann es heimkommen muss, dann kann ich ihr auch nicht helfen. Ja, schau, Alte, die Sau, die hat doch überhaupt keinen Orientierungssinn. Ne? Die läuft doch in ihrer Panik, was der Teufel wohin. Meine Leber und Blutwurst, die sausen jetzt im Dorf umeinander. Ne? Und für das Schweinefleisch, das wohl so hoch im Preis steht, hätte ich mindestens 350 bis 400 Mark gekriegt. Ne? Weißt du was alles? Ja. Ich mach jetzt einen Kaiserschmarrn. Ja. Die Frau, die schafft mich noch. Draußen kocht der Wurstkessel und sie redet vom Kaiserschmarrn. Oh, wenn du lieber einen Kaiserschmarrn im Teller, als wir flüchtende Blut und Leber wirst. Hast du ja. Mich? Ja. 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 Was mache ich denn? Was mache ich denn? Bertha. Bertelein, Zuckerli, komm zum Herrli, komm! Bertelein, wo bist du denn? Mein liebes, kleines, süßes Schwein! Wo bist denn, du blöde Sau? Ach, Sie können ja reden, was wollen, das interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt beruhigen Sie ihn doch gerade wieder. Schauen Sie, das habe ich doch wirklich nicht wissen können, dass ihr erstens mal in dem Moment gerade eine Sau schlachten wollt. Und zweitens, dass das dumme Viech noch so schwache Nerven hat. Dumm! Meine Bertha ist nicht dumm. Übrigens, was wollen denn Sie da? Sie waren mir vom ersten Augenblick an schon so unsympathisch, wie wir da schon im Weg umeinander gestanden sind. Und Sie sind ja auch nicht gerade ein liebenswertes Geschöpf. Ja, was glauben denn Sie, wer Sie sind? Gestatten, Toni Schnatterer. Das interessiert mich überhaupt nicht. Warum haben Sie mich dann gefragt? Und überhaupt, wenn Ihre Sau nicht so strohdumm wäre, dann wär's doch schon längst verwurschtet, oder? So schaut's aus, mein Fräulein. Ja, so pass auf mit dem verwurschtet, das mag ich gar nicht hören. Ist auf Zeiten. So eine Sau muss doch zum Finden sein. Ja. Die ist doch schließlich nicht zum Übersehen. Wissen Sie was, jetzt geben Sie mir einen Strick. Gern. Wollen Sie einer aufhängen? Nein. Also wegen einer Sau hänge ich mich noch lange nicht auf, Fräulein. Wie heißen Sie denn eigentlich? Moni. Moni? Ja. Da schau her, das ist gut. Und ich heiße Toni. Ja, Moni und Toni, das passt gut zusammen, gell? Sie haben vielleicht Nerven. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn da bei uns? Ach so, schauen Sie, die Jäger vom Bezirk machen doch morgen hinten im Wald ein Treibjahr. Ja? Ja, und ich habe gehört, dass Sie ihr Zimmer zu vermieten haben. Jetzt wollte ich mir bei Ihnen einquartieren. Ja, ich habe nämlich gerade die Jägerprüfung gemacht und wollte mir nur ein bisschen einschießen. Mhm. Den ersten Schuss habe ich ja schon gemacht. Ja, den ersten Schuss habe ich schon gehört. Ach so, ja. Kann ja froh sein, dass Sie meine Bertha nicht gleich erschossen haben. Na, also eine Sau kann ich gerade noch von einem Hirschen unterscheiden. Aki. Ah ja. Was ist jetzt? Kriege ich jetzt einen Strick, oder nicht? Sie erwischen es ja doch nicht, Sie Katastrophenjäger. Also wissen Sie was? Der Mann, den Sie aus Versehen einmal heiraten, der kann am Heid schon leid tun. Da brauchen Sie sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Sie können ja froh sein, wenn Sie überhaupt einmal eine erwischen. Mein Gockel! Ja, das mein Gockel! Um Gottes Willen, mein armer Gockel! Was ist denn mit deinem Gockel? Hi, Maus, hi, erschossen! Ja, wenn ich dir sag, die ganzen Federn liegen im Hof umeinander. Meine Hähnen, die haben einen schweren Schock. Die sind ja jetzt alle auf einmal Witwe geworden. Das waren Sie, Sie Mörder, Sie! Schmarne! Ich habe auf einen Felsen da hinten geschossen und da war weit und breit kein Gockel mehr. Ah. Dann hat er sich wohl totgelacht über ihren Schuss.
doch Sie bloß blind, wo der Pfeffer wächst. Sie bringen ja nur Unheil über uns. Wann haben Sie gesagt, haben Sie eine Jägerprüfung gemacht? Ah. Auf alle Fälle verlang ich Schadenersatz. Ein neuer Gockel muss her. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja, gute Frau. Ich werde Ihren Gockel ersetzen. Sie! Also, ich weiß nicht, ob meine Hähne mit Ihnen einverstanden sind. Was ich gesagt habe, lauter Wahnsinnige. Also, so ein impertinenter, unangenehmer Mensch. Glaubst du das? Der war mir schon vom ersten Augenblick an so unsympathisch und so zwider, dass ich da gar nicht sagen konnte. Dieser eingebildete Aufweger, dem, da schnackeln wir gleich die Knie. Auf alle Fälle, ich erwische ihn, ich krieg ihn. Und wenn ich ihn anzeigen muss und vor Gericht gehen muss, mit dem Gockelmörder, mit dem Gemeinen. Ich möchte nur wissen, wie viel Gockel, dass der schon erschossen hat. Dass er meinen gleich auf das erste Mal getroffen hat. So, so, jetzt hab's. Was? Also, ich bin vollkommen unschuldig. Okay. Ja, das kann ich beweisen. Ja, das war eindeutig ein Querschläger. Ja, also ich hab auf den Felsen geschossen. Und da ist die Kugel abgeprallt. Ja, und da muss halt einer Kugel recht saudumm im Hof umeinander gestanden sein. Mitten im Weg von der Kugel. Was ist mein Gockel? Mein lieber Mann, mein Gockel kann im Hof rumstehen, wo er will, wie er will und wann er will. Wenn er will. Ja, ja. Ich meine, ich wollte ja damit nur sagen, dass das Ganze nichts anderes war als ein ganz bedauerlicher Unfall. Auf alle Fälle muss ein neuer Gockel her. Ja, ja, Sie werden ja Ihren Gockel bekommen. Aha. Jetzt muss ich bloß noch zuerst die Sau fangen. Ne? Wissen Sie was? Da haben Sie einen Strick. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ermordet. Ermordet. Mein schöner Gockel, mein fleißigster Gockel, keine Hähne hat er auslassen. Na gut, dann fliegen wir. Na, Sie sind mir ja ein schöner Jäger. Na ja. Also, ich werde mich halt dann jetzt auf die Jagd von der Sau machen, ne? Nein, lass uns bitte das Gewehr da, bevor es noch mehr Unheil anrichten. Ach so, ja. Eigentlich, schad, Fräulein Moni. Hm? Ich meine, dass wir uns unter so widrigen Umständen kennengelernt haben. Ich glaube, ich war Ihnen lieber gar nicht begegnet. Jetzt kriege ich schon wieder einen Knieschnackler. Da würde mich jetzt wirklich interessieren, ob die tatsächlich von Natur aus und ununterbrochen so kratzbürstig ist. Aber die blöde Sau bin ich jetzt erwischt. Ah, die Pfarrerskirche. So ein Sakrileg! Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Tilde! Alois! Was hat mich auch, ha? Natürlich habe ich sie nicht. Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Schau mich mal an. Was? Tropfnass bin ich. Sag mal, warst du beim Boden? Ha? So ein Blödsinn. Also jetzt passen wir auf. Ja. Ich knie an der Kirchentüre, gell? Warum denn? Ja, weil ich doch geputzt habe. Ach so. Da kommt doch diese Sau von hinten. Ja. Die Schweine auch schon. Pass auf. Ja. Rennt mich um, schmeißt mein Kiebel mit dem Putzwasser um, ja. Saust vor zum Altar, ja.
macht nicht einmal ein Kreuzzeichen. Ich hab gar nicht gewusst, dass unser Sauer protestantisch ist. Ja, und dann das Allerhöchste. Ja. Rennt hinten bei der Sakristei wieder raus. Also, das sag ich euch. Diese Sau hat wirklich den Teufel im Leib. Ja, und wo ist meine Sau jetzt? Das weiß doch ich nicht. Also, ich hab grad noch gesehen, wie es den Dotterweich samt sein Radl überrennt hat. Oh. Der hat vielleicht jetzt seine Wut, ja. Jetzt hat er die Verfolgung aufgenommen. Ja. Allerdings zu Fuß. Ach. Weil nämlich sein Radl ein Achter hat. Oh, unser arme Sau hat einen Unfall gehabt. Such die Nummer vom Notarzt raus. Ja. Ja, Moment einmal. Ja, was ist denn bitte mit mir? Ja, die Sau hat einen Unfall gehabt, oder? Ich habe einen Unfall gehabt. Ja, das war doch schließlich und endlich auch ein Unfall, wie ich da längst nach im Putzwasser drin gelenkt bin, oder? Agnes, du bist doch bloß ein bisschen Nashorn. Ja. Aber unser arme Sau, die ist ja gejoggt und ist wieder ein Schwerverbrecher. Ja, eben. Das ist sie auch. Was? Einfache Leute umrennen. Ja, und dann das halbe Dorf verwüsten. Ja, und das Allerhöchste. Was? Dann noch in Kirchen reinlaufen. Ich frage euch, was hat bitte eine Sau in einer Kirche zu tun? Im Übrigen, der Herr Pfarrer ist außer sich vor Empörung. Ach was, Blödsinn, der Pfarrer ist bloß außer sich, weil er keine Liebe und Blut nicht kriegt. Soll ich ihm einen Kaiserschmarrn bringen? Ja, doch haben wir keinen Kaiserschmarrn. Auf alle Fälle werde ich Anzeige erstatten. Ah, gegen wen denn? Gegen eure Sau? Ha? Jawohl, wegen täglicher Körperverletzung. Ha. Du spinnst doch komplett. Jetzt gehst aber wirklich ein bisschen zu weit. Nein, eure Sau ist zu weit gegangen. Okay. Ja, wo kommen wir denn da hin? Eine harmlose Pfarrersküche. Von hinten einfach umzuschubsen. Ja, also diese hinterlistige Tat, die bleibt nicht ungesühnt. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Alois! Was bist denn? Das nimmst du sofort zurück! Ich bin ja froh, dass ich herauskomme! Oh. Das ist doch... Der Herr Hirnbeißbein! Ja? Bei allem Wohlwollen, das ich für Ihre Familie empfinde, ja? So geht es nicht! Was jawohl, so nicht? Da haben Sie recht! So geht das nicht! Ja, ja, wo kämen wir denn da hin, wenn jeder seine Säue plötzlich frei rumlaufen lassen würde, täte im Ort? Ja, das wäre doch die reinste Sauerei! Das halt noch an! Mal dein Backen! Haben Sie mein Pferd da, meine Sau? Leider nein. Was? Da ich ohne mein Dienstfahrzeug nicht beweglich bin, konnte mir das Tier wieder entwischen. Herr Hirnbeiß, in aller Deutlichkeit muss ich Sie verwarnen. Hä? Es geht nicht an, dass Sie Ihre wild gewordene Sau ohne Aufsicht oder Begleitperson frei im Dorf herumlaufen lassen. Was? Jawohl, genau. So geht das nicht. Sie haben vollkommen recht, Herr Spiegelei. Dotterwein. Ja. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ich führe da meine Sau mit einem Holzmantel spazieren, oder? Als ein wild gewordener Sonntagsjäger ist dahergekommen, hat einen Schuss loslassen und die Sau ist mir unter dem Messer davon. Der ist an allem schuld. Ja. Ja. Sei es, wie es will. Sie sind der Halter des Fahrzeugs. Was bin ich? Der Halter des Schweines, des Schweinefahrzeugs. Und, ha? Und haben somit die Sorgfalt walten zu lassen, dass das Tier in dem für ihn bestimmten Gehege verbleibt und nicht amok läuft. Jawohl, genau so ist es. Mit dem Herrn Amok läuft. Im Übrigen, ich war ja auch sehr gefährdet, Herr Rührei. Dotterwein. Ich komme also nicht umhin, gegen Sie eine Verwarnung auszusprechen. Ja. Möglicherweise sogar eine Anzeige wegen Gefährdung der Öffentlichkeit, wegen Angriffs gegen die Staatsgewalt sowie Fluchtversuch. Ja. Wenn ich jetzt sagen dürfte, was ich mir denke... Dann würden Sie mit Sicherheit noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung bekommen. Ach, Sie wissen, was ich meine. Das ganze Kasper-Theater komme ich gern haben. Mach doch sowas nicht mehr mit, das hören wir doch nicht mehr an. Ja, das wirst du dir schon anhören müssen, weil ich nämlich auch Anzeige erstatte. Ja, ich erstatte Anzeige. Schließlich und endlich bin ich in meiner Ehre und in meinem Sittlichkeitsempfinden sehr verletzt worden. Was? Jawohl, nachdem mich dieses hinterlistige Tier von hinten ins Wasser geschubst hat. Ja, ja. Haben Sie Schmerzen? Schmerzen? Jawohl, ab sofort habe ich Schmerzen. Ja,
ja, schreiben Sie das alles auf. Ja, jawohl, das ist nämlich ganz wichtig. Ja, und in die Kirche ist dieses Schwein auch noch gelaufen. Das dürfen Sie nicht vergessen, dass Sie das mitschreiben. Ja. Und noch was. Diesen Dreck, den diese Sau in der Kirche veranstaltet hat, meine liebe Tilde, den räumst du weg und ich nicht, gell? Schreibst das alles bitte auf, alles aufschreiben. Nehmen Sie gefälligst Ihre Finger aus diesem amtlichen Dokument. So, und nun der Reihe nach. Ja. Herr Hirnbeiß, kommen Sie freiwillig für den Schaden an meinem Dienstfahrzeug auf? Der Dienstfahrzeug war ein Rahmen und da ist ein Achter drin. Den Bier gerne wieder raus. Damit wird es leider nicht getan sein. Mein Rad ist bei dem Zusammenstoß mit dem lebendigen Hindernis dermaßen geschädigt worden. Ja. Alles ist verbogen und vergoilt, alle Teile an dem Fahrrad, dass eine Reparatur wohl nicht mehr möglich sein wird und eine Neuanschaffung nötig sein wird. Das so schau ich aus und kaufe einen neuen Rad. Ja, ich bin doch nicht. So ein ekelhafter Mensch. Herr. Ja, ja. Bis Sie doch fertig sind, da weiß mir Saal Mützen drin. Ne? Wie ich den Fall löse, müssen Sie schon mir überlassen, Herr Hirnbeiß. So, jetzt passen Sie mal auf. Sie aufgeschreckter Gangsterschrecksee. Erstens einmal ist meine Sau kein Fall. Und zweitens sind Sie nicht der Columbo. Ja? Maße sind so wichtig, als wie Sie sind, oder? Also das brauchen Sie sich wirklich nicht zu gefallen zu gelassen, Herr Dr. Weich. Jawohl, Dr. Weich. Was macht der Kaiserschmann? Der ist schon in der Pfanne. Auf geht's, Aldi. Und Sie suchen mich auf! Ist ja unerhört. Jawohl, einfach unerhört ist das. Was wollen Sie denn noch? Sagen Sie mal, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich möchte Anzeige erstatten. Warum, wieso und warum und gegen wen? Und bitte eine klare Aussage. Ja, Herrschaft, Zeit, horchen Sie mir denn überhaupt gar nicht zu. Also, passen Sie auf. Oder noch besser, schreiben Sie sich bitte auf, wenn Sie sich schon nicht merken können. Also, umgestößen. Umgestößen! Mit schaffen es! Bei diesem Stoß, ja! Hat mich dieses Tier, und zwar in der Ausübung meines Amtes. Ja. Was haben Sie geamtet? Was habe ich? Was haben Sie geamtet? Weiß, das ist eine saublöde Fragerei. Ich habe geputzt! Geputzt? Jawohl! Das reicht nicht für eine Anzeige. Ja, einfach lächerlich. Da bin ich denn hier der Dorftrottel, oder was? Ach, das ist mein... Sie haben gar nicht so Unrecht! Nicht zu fassen! Für was haben wir denn überhaupt einen Gendarmen, wenn wir nicht einmal Anzeige machen? Aha. Ja, sag einmal, wo kommst denn du her? Hä? Wo warst denn du? Wieso, was ist denn passiert? Er fragt, was ist passiert? Also... Diene einer Sau ist auf und davon. Und er fragt einfach, was ist passiert? Die Bertha, die Sau. Ja, natürlich. Wenn ich sage, die Sau, dann meine ich auch die Sau Bertha. Und nicht irgend so ein Karnickel. Und die anderen setzen sich da rein, während dieses wild gewordene Viech das halbe Dorf verwüstet. Jawohl. Und das ist noch nicht alles. Dieses schamlose Geschöpf. Die Bertha. Nein, die Mone. Also, dass sie dir den Kopf verdreht hat, das wissen wir ja schließlich und endlich alle. Aber kaum bist du 5 Minuten nicht da. Ja, da schmeißt sie sich doch tatsächlich diesem Dotterweich an den Hals. Und kaum ist der weg, wirft sie sich diesem Schürzenjäger in die Arme. Jawohl, der erstens den Gockel deiner Mutter erschossen hat, zweitens überhaupt schuld ist, dass die Sau Bertha auf der Flucht ist, den wirft sie sich einfach in die Arme. Naja, das Rätsel ein bisschen wirr, hä? Nein, das hab ich doch mit eigenen Augen gesehen. Ja, Agnes, ist recht. Jetzt gehst heim und legst dich ein bisschen nieder. Aber ich bin doch gar nicht... Trock dich erst einmal ab, du bist doch ganz nass. Ist doch ganz klar, dass ich nass bin, indem mich dieses grauenhafte Tier ins Putzwasser reingeschmissen hat. Aber das, sag ich dir, diese Tat bleibt nicht ungesühnt und wenn ich vor den obersten Gerichtshof gehen muss, jawohl, jetzt reicht mir. Also ich glaub, wir bauen bald eine neue Pfarrerskirche, ha? Ach, Peter, gut, dass du da bist. Moni? Nein.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, was inzwischen alles los war. Ja, ich habe gerade einen ziemlich verwirrten Bericht von der Agnes gehört. Ja? Du hast dich diesem Dotterweich und dann diesem Schürzenjäger in die Arme geworfen. Hä? Was? Das ist überhaupt nicht wahr. Ach, diese Person, die vertrat ja alles. Außerdem möchte ich mal wissen, mit welcher Berechtigung du den Eifersüchtigen spulst. Du warst doch auch bei der Rosel, oder? Die war nicht daheim. Die war nicht daheim. Als ob das damit was zum Tor hätte. Du wolltest doch frei sein. Also dann bist du auch frei. Dann bin ich aber auch frei. Und dann kann ich mich sämtlichen Jägern und sämtlichen Gendarmen an den Hals werfen, so lang und so oft ich will. Ja, schau, Moni, ich mag die heute noch so viel. Und an jeden Fall kann ich die auch nicht. An jeden will ich auch gar nicht. Ja. Entschuldigung, wenn ich störe. Aber muss jetzt tatsächlich das blöde Schwein allein suchen oder könnte sich noch jemand dran beteiligen? Da haben sie eine saubere Leistung vollbracht. Alle Achtung. Na, lass uns mal doch mal Ruhe. Und meine Meinung über Sie behalte ich anstandshalber besser für mich, mein liebes Fräulein Moni. Fräulein Moni! Aha, jetzt haben wir ja alle drei beieinander. Ich komme mein beschädigtes Dienstfahrzeug bei Herrn Hirnweiß abliefern. Ja, das Kind ist da. Ah! Ich finde keine Worte mehr. Alle drei auf einmal. So ein Sittenverfall und das in aller Öffentlichkeit. Aber, meine Lieben, der Finger Gottes, der wird euch einholen und niederschmettern. Mein Lückenbrauch. Von was spricht diese Frau eigentlich? Sagen Sie mal, haben Sie das noch nicht gemerkt, dass in dem Dorf alle ein bisschen blem-blem sind? Ja. Jetzt, wo Sie es sagen, scheint es mir ein etwas geistig degenerierter Volksstamm zu sein. Was? Zumindest sind Anzeichen in dieser Richtung deutlich erkennbar. Ja. Also, wissen Sie was, jetzt gehen wir, ich begleite Sie noch ein Stück leer, Gendarm. Es ging ein Zirkelchen. Hast du das gehört? Wir sind ein geistig degenerierter Volksstamm. So ein Depp, ne? Ja, was ist der Albut, was der Schwimmer da hat? Was? Ich hoff's! Wen? Die Bertha? Ja, wen denn sonst? Mama, Papa, der Jäger hat die Bertha gefunden! Was? Mensch, auf! Mensch, auf! Ist doch! Mensch, haben Sie es nicht gleich mitgebracht? Lieber Herr Hirnweiß, das was? Ist leider nicht gut möglich. Warum denn nicht? Weil die liegt vor dem Haus draußen und rührt sie nicht mehr. Was? Rührt sie denn? Warum rührt sie die nicht mehr? Herr Hirnweiß, ich glaube, die Saudi hat den Schlag getroffen. Was? Dann gibt's keine Blut- und Leberwurst. Statt Blutwurst wird heute nur noch gesoffen. Meine Sau, die hat den Schlag getroffen. Sag einmal, Alice, ist jetzt unser Sau wirklich hier? Hast du das auch ganz genau untersucht? Heute, die brauche ich nicht untersuchen. Die Sau ist hinüber, da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht ist bloß Scheintot. Ja, doch, haben wir es an Schmarrn. Hat er schon mal eine Scheintote Sau gesehen? Ha? Ja, und das Fleisch, das ist doch mindestens 400 Mark wert. Das wär's gewesen, wenn die Sau eines natürlichen, das heißt unnatürlichen Todes, durch Schlachtung das Zeitliche gesegnet hätte. Ne? Ah, das ist mir zu hoch. Jetzt seid ihr nicht so blöd, pass auf. Also, lass es erklären. Eine Sau wird normalerweise geschlachtet. Das ist für eine Sau ein vollkommen natürlicher Tod. Wenn aber eine Sau der Schlag trifft, so wie die unsere, dann ist es für sie, was für uns ein natürlicher Tod ist, für sie ein unnatürlicher Tod. Was, Ben? Ja. Sitzt schon wieder auf der Leitung. Du bist damals schon auf der Leitung gesessen, wie ich dich geheiratet habe. War schon der erste Fehler. Ja, ja. Und stell dir mal vor, und kein Schlachthaus der Welt nimmt mir das Fleisch mehr ab. Ne? Das Fleisch ist ja total verdorben. Na, fress mir's selber. Ja. Fress mir's selber. Das schmeckt doch nicht mehr. Weder hinten noch vorn. Na, nehmen wir das von der Mitte. Ja. Hör doch auf! Aber irgendwas muss
muss doch von unserer Sau noch verwertbar sein. Ja, nicht viel. Nee. Eine Kleinigkeit. Was? Schwänzel. Wieso, Schwänzel? Da kannst du einen Rasierpinsel machen lassen. Ha, ha, ha. Sehr lustig. Hab schon mehr gelacht. Aber nicht bei mir. Du hast recht. Ja, sag mal, was ist denn mit dem Jäger? Was? Der ist doch an allem schuld. Kann man den nicht verklagen, hä? Ja, für was? Ja, der hat doch nichts, der schaut nichts. Raus dabei, hä? Aber für diesen Mann werde ich mir etwas Gemeines einfallen lassen. Ja, wie heißt denn der Jäger überhaupt? Schnatterer, Toni. Schnatterer? Wie man einen Schnatterer heißen kann. Aber da fällt mir was ganz Gemeines ein, dass er nur noch schnattert, ja. Dieser Schnatterer. Ja, ja. Nicht einmal verwursteln können wir mehr. Diese blöde Sau, diese blöde Sau. Okay. Ja. Glaubst du, das einzig Gute ist, dass ich es jetzt wenigstens nicht mehr essen muss? Aber so einen jämmerlichen Tod hat die Bertha wirklich nicht verdient. Durchs ganze Dorf ist gejagt worden. Gnadenlos. Hör bloß auf, ich kann's nicht mehr hören. Mama, glaubst du, wenn nicht alle hinter ihr nachgerannt waren, dann war die Bertha von ganz allein wiedergekommen. Und wenn nicht. Ja, und wen und wen und wen. Und wenn die Bertha von selber gekommen war, dann war sie jetzt auch schon geschlacht. Und wenn der damische Jäger nicht gekommen war, das nimmt doch kein Ende mit den Wen. Jetzt hör noch gerade endlich einmal auf und gib mir Ruhe. Ja. Schau, dass du mit den Kartoffeln fertig wärst, die brauchst du nicht. Wir haben gar kein Fleisch mehr. Ach so? Dann mach ich halt einen Kaiserschmarrn mit Kartoffeln. Hoffentlich läuft mir dieser unangenehme Mensch nicht mehr über den Weg. Der ist ja sowas von eingebildet und charakterlos. Sonst darf sich der doch überhaupt nicht mehr bei uns sehen lassen, dieser Sonntagsjäger. Ich nehme an, dass Sie jetzt von mir geredet haben, Frau Lemoni. Ich wüsste niemanden, auf den eine solche Beschreibung sonst noch passt. Ich darf mich sitzen, gell? Ja, was wollen Sie denn da? Ja, schauen Sie, ich wäre nicht mehr gekommen, aber... Ich muss doch die Sache zumindest mit Anstand abschließen, oder? Okay. Schauen Sie, Frau Lemoni, es war doch wirklich nur eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, mir tut es wirklich leid, dass das mit der Sau so passiert ist. So? Ja. Sagen Sie mal, warum bin ich eigentlich so gleichgültig? Weil ich überhaupt nicht kenne. Toni Schnatterer. Na, und das, was ich kenne, das gefällt mir. Ja. Gefällt mir nicht. Nicht? Warum nicht? Ich meine, kein bisschen. Jetzt fragst du mich halt nicht immer solche Sachen. Und außerdem, ich bin bereits in festen Händen. Also, das Mädel hat einen Teufel im Leib. Ah, oh, Jesus. Unser Wildschütz-Jena-Wein in Kleinformat. Ich hab mir gedacht, Sie sind schon lang fort. Ja, ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Ihren Gockler setzen werde. Ja, schauen Sie, und da ist er. Hey, mein Gockler? Na gut. Dann schauen wir einmal. Dann lass dir mal anschauen, du. Ah, oh. Ah, oh, was? Um Gottes Willen, das soll ein Gockel sein. Nee. Also, der hat ja mehr Ähnlichkeit mit einer Wildtaube. Also, der arme Kerl, der kann ja nicht einmal allein stehen. Ich hab es nicht. Okay, also, der steht meine Hähner nie durch. Sagen Sie mal, wieso ist denn der so mir? Der schlaft ja die ganze Zeit. Ja, und fix und fertig ist der. Ja, wissen Sie, den Gockel habe ich bei einem Bauern gekauft, ja. Und der hat den Gockel mitten von der Hähne runtergerissen. Oh, oh. Aber deswegen braucht er auch nicht einen Scheindoten spielen. Ja, ist er sowas mickriges. Ja, einen schönen habe ich leider nicht gekriegt. Auf die Schönheit kommt's nicht an. Sondern auf die Manneskraft. Was? Beziehungsweise auf die Gockelkraft. Ach so. Ja, meine,
meine Hühner sind eben an Goliath gewöhnt. Moment, was war? Goliath? Ja, ja, so hat er geheißen, mein Gockel. Den Namen hab ich ihm gegeben. Aber bei dem, da fällt mir ja gleich gar kein Name ein. Hexens Rumpelstilzchen. Ja. Also, jetzt machen Sie doch wirklich mal einen Punkt. Also, na, wie kann man bloß ein Gockel Goliath heißen? Weil er ein Goliath war. Was heißt ein Goliath? Er war ein Gigant. Ja, ja. sagen Sie mal, ist jetzt damit die Sache vom Tisch? Also das kann ich Ihnen nicht versprechen. Weil ich weiß ja gar nicht, wie meine sensiblen Hähnen reagieren, wenn sie den Kanarienvogel Also, ich trau mir wetten, wenn die den sehen, die kriegen eine Entzugserscheinung. Entzugserscheinung? So ein Blödsinn. Also, so mickrig ist er auch wieder nicht. Was? Nicht mickrig? Dann gehen Sie mal mit. Gehen Sie mal mit und schauen Sie sich jetzt einmal meinen Goliath an. Noch haben Sie die Chance dazu. Gerade habe ich ihn aus dem Ofen raus. Gehen Sie mal. Nein, danke schön. Also ich werde jetzt zum Bahnhof gehen und mein Gepäck holen und dann werde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich wieder fortkomme von da. Ich richte ja bloß Unheil in dem Dorf an. Ja, also, da haben Sie recht. Na, Rumpelstilzchen, dann gehen wir mal. Dann werde ich dir mal deinen neuen Harem vorstellen. Ah, grüß dich, Mama. Hey, wo kommst denn du her? Ja, ich war gerade in Stelzing drüben. Bei meiner Braut? Ich höre immer Braut. Was tut denn die Moni in Stelzing? Nicht die Moni. Hä? Die Holzinger Rosel. Die Holzinger Rosel? Mhm. Deine Braut? Moment. Ja, und was ist mit der Moni? Ja, mit der Moni da ist Schluss. Hä? Moment. Das heißt, dann sind sie und die Moni gar nicht. Na, wir sind nicht das, was Sie meinen. Klangt das? Ja, das klang. Das gibt's nicht. Ich hab doch kein Glück mit dem Mannsbruder. Zuerst bei heute, dann der Goliath und jetzt du. Na komm, Rumpelstilzchen. Also ich bin bloß neugierig, ob er die ersten 10 Hähnen überlebt. Schau her, sowas. So etwas Hinterlistiges. Und mir spielt es die ganze Zeit vor, dass es zum Peter gehört. Aber da fällt mir schon was ein. Na, warte. Was sehe ich schon wieder? Ich habe Ihnen doch... Ich beruhig's Ihnen nur gerade wieder. Von Ihnen möchte ich eigentlich gar nichts. Ja? Nein, Ihren Vater hätte ich gern gesprochen. Der hat jetzt keine Zeit. Ach so. Ja, das macht eigentlich auch nichts. Dann kann ich Ihnen ja das Geld auch geben. Was war denn die Sau wert? Ja, so 350 bis 400 Mark. 350 bis 400 Mark. Ja, das habe ich leicht da. Schauen Sie mal, da haben Sie jetzt 400 Mark. Und damit müsste eigentlich die Sache beendet sein, oder? Glaub schon. Ja. Also, geben Sie das Geld Ihrem Vater und sollte er doch nur irgendwelche Forderungen an mich haben, da schauen Sie, da ist mein Karten, da steht alles drauf, da können wir jederzeit erreichen. Na, ich glaube, das ist jetzt schon so in Ordnung, Herr Schnatterer. Ja, naja. Ja, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Ja. Bloß eins möchte ich noch gern sagen. Hm? Es tut mir wirklich leid, dass die Umstände so komisch waren, wo wir uns kennengelernt haben. Naja, das... Das ist jetzt schon so, da kann man nichts mehr machen. Ja, leider. Ja, also dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und natürlich auch Ihrem Bräutigam, den Herrn Bichler. Den Herrn Bichler, wieso? Naja, der
Herr Pichler ist doch Ihr zukünftiger Mann, oder nicht? So? Ach ja, natürlich. Dankeschön. Ja, bittchen. Ja. Ach, Ja? Geben Sie das Geld Ihrem Vater, gell? Ja. Ja? Und richten Sie noch mal einen schönen Gruß aus an ihm. Ja, richtig aus. Dankeschön. Ja? Ja? An die Mama natürlich auch. Natürlich, an die Mama. Ja. Sagen Sie mal, ja? Haben Sie noch einen Großvater? Na, der ist schon tot. Schon. Dem hätten Sie eigentlich auch einen schönen Gruß ausrichten können. Dankeschön. Ja. Ja. Also dann. Also dann. Für Gott, Frau Lemoni. Wieder schauen Sie. Schnatter. Das geht ja einfach. Sagt einfach auf Wiedersehen und geht. Das geht doch nicht. Ah, Moni. Bella, gut, dass du da bist. Es ist was Furchtbares passiert. Wieso? Gibt's schon wieder Todesau? Dieser durch und durch unsympathische Mensch, dieser... Ach, dieser Unglücksjäger, dieser Schnatterer. Ja. Wen oder was hat er denn jetzt drauf? Na ja, dir kann ich's ja sagen, Peter. Stell dir vor, wie der jetzt gerade da war, mir ist heiß und kalt geworden. Und einen Knierschnackler habe ich gekriegt, dass ich gar nicht mehr stehen hab können. Aha. Das sind die ersten, aber eindeutigen Symptome. Du bist quasi nicht mehr zu retten. Wieso nicht mehr zu retten? Verliebt bist. Na, das kann gar nicht sein, Peter. Der war mir doch vom ersten Augenblick an so unsympathisch, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Das bedeutet nichts. Ganz im Gegenteil. Na, und wie der mit mir geredet hat, so von oben herab, so überlegen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das bedeutet auch nichts. Höchstens, dass bei ihm schon die gleichen Symptome aufgetreten sind. Na, Peter, wie der mit mir umgesprungen ist, wenn du das mitgekriegt hättest. Na, wirklich. Was willst du denn eigentlich von mir hören? Ja, dein Rat möchte ich. Ach, ich hab diesen Menschen so unsagbar dick und seine Nähe, die ist mir direkt unangenehm. Ich will wegen dem keine weichen Knie kriegen. Da muss ich doch irgendwas dagegen tun, da muss ich doch ankämpfen. Peter, jetzt sag mir halt was. Also, ich verstehe dich immer noch nicht ganz. Wenn du ihn so unsagbar dick hast, wie du sagst, dann kannst du froh sein, dass er fort ist. Dann brauchst du dich dagegen ankämpfen. Wenn ich doch selber nicht weiß, ob ich froh bin oder nicht. Also gut, jetzt räumen wir die ganze Geschichte nochmal auf wie ein Kriminaler. Mhm. Heiß ist geworden. Mhm. Und dann kalt. Mhm. Alles gut. Und die Knie haben da auch zittert. Ich sag das, ich hab gemeint, ich hab keinen Boden mehr unter die Füße. Dann ist der Fall klar. Du bist verliebt. Was bin ich? Mhm. Ehrlich? Das ist ja furchtbar. Okay. Was soll denn daran so furchtbar sein? Na, ausgerechnet der. Na, den mag ich nicht. Ja. Falsch. Du magst ihn. Du willst es bloß nicht zugeben. Dir nicht und ihm nicht. Das kann ich sowieso nicht mehr. Jetzt ist er ja schon weg. Na, also wenn der genauso fühlt wie du, das nehme ich fast an, dann ist der schnell wieder da. Meinst du? Freilich. Was soll ich dann machen? Gar nichts. Das ergibt sich alles von selber. Ach, bitte. Dich, wenn ich nicht hätte, was darf ich da bloß machen? Nein, dich an meinen Nachfolger wenden. Du, aber das eine sag ich dir. Wenn der kommt und der redet mich wieder so schwach an, dann kann der gleich wieder gehen. Ja, aber dann muss er doch erst einmal da sein. Ja, hast da wieder recht. Also, du weißt Bescheid. Da hilft kein Wehren, da hilft kein Sträuben. Das ist eine reine Naturgewalt. Und der musst du dich beugen. Meinst du? Ach, da, schau mal. Der Peter. Bist jetzt zur Abwechslung wieder mal du an der Reihe. Ha? Also Agnes, du hast wirklich die wundersame Begabung, immer im richtigen Moment am richtigen Platz aufzutauchen. Brauchst keine Angst nicht mehr haben. Ich komme sowieso nicht mehr darüber. Versprichst es auch? Tja, ich wollte nur meinen Sauerkrauttopf holen. Weil schließlich und endlich werden ja woanders auch noch Säue geschlachtet. Mit dieser ausgeschämten Gesellschaft da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Was rege ich mich denn da überhaupt noch so auf? Ja, Agnes, was regst du dich überhaupt noch auf? Die heutige Jugend kannst du sowieso nicht mehr ändern. Und zu viel Ärger macht frühzeitig alt. Mhm.
Agnes, damit du was zum Ratschen hast. Ich habe eine Braut. Das weiß ich doch schon lang. Die da. Nicht die Moni. Was? Ja. Ja, wen denn dann? Dann? Ja, die Holzinger Rosel aus Stelzing. Na! Doch! Die Holzinger Rosel? Ja. Ja, das ist ja der Wahnsinn! Gell! Ja, das muss ich ja sofort dem Jungfernbund berichten. Das tust du. Na. Komm, Schatz, halt, wir gehen. Ja. Also, das ist doch wirklich nicht zu glauben. Die Rosel, die heiratet. Und zu ihr, das sagt einfach, Schatzer, wir gehen. Na, ach, diese Jugend, also doch, was die sich alles trauen. Aber wer weiß, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich doch öfters Ja gesagt hätte. Fräulein Agnes, ich hätte nie geglaubt, dass eine einzige Sau ein ganzes Dorf so durcheinander bringt. Wegen dieser Sau muss ich, arme Schwein, Überstunden machen. Nicht mal zum Essen habe ich Zeit. Naja, also wenn ich Sie so anschaue, dann haben Sie zum Essen öfters keine Zeit. Ich muss mir mein Essen ja selber kochen. Ich habe keine Frau. Habe ich da richtig gehört? Sie haben keine Frau? Keine Frau. Ja, warum haben Sie denn nicht geheiratet? Würde ja gerne, aber ich kriege keine. Sie kriegen keine? Nein. Das ist meine Chance. Also das kann ich gar nicht verstehen, warum Sie keine kriegen sollten. Aber Sie sind doch so ein netter, so ein reizender. So ein schöner, so ein großer, so ein starker Mann. Und Beamter sind Sie auch, ja. Sie bringen mich etwas in Verlegenheit, Fräulein Agnes. Ja, vielleicht haben Sie bis jetzt nur noch nicht die Richtige gefragt. Ich weiß ja nie, ob es die Richtige ist, wenn ich frage. Also? Agnes, jetzt oder nie? Also, Herr Dotterweich, ich meine, mich, wenn Sie fragen würden, täten, dann würde ich niemals, nie nicht Nein sagen. Aber Sie sind doch Pfarrersköchin. Ja, aber doch nicht mit ihm verheiratet. Ach, das würde möglicherweise bedeuten, dass das möglicherweise kein Hinderungsgrund wäre? Ja, genau das würde es möglicherweise bedeuten. Sie, nein, du darfst Agnes zu mir sagen. Ich heiße Sigismund. Also, bei mir hast du gesiegt. Reich mir deinen Mund. Das muss ich sofort meinem Vorgesetzten berichten. Ab sofort sind wir verlobt und ich bin der glücklichste Dotterweich, den es gibt. Es wird eine Aufregung geben mit dem Dorf. Da verblasst ja direkt die Sau, Bertha. Jetzt dauert's nicht mehr lange.
dann heiß ich Datterwald. Um Gottes Willen. Datterwald. Ja, boy, dann sind ja meine Kinder laute, kleine, weiche Dotter. Um Dotters Willen. Ach, was wird der Herr Pfarrer dazu sagen? Dotterwald! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Was ist los? Ich bin geschafft! Ich hab's geschafft! Stell dir vor, unsere Bertha lebt! Die ist gar nicht hier! Nein! Die wuschelt sich schon wieder im Dreck! Da hat sie ja gar nicht den Schlag getroffen! Dieser Beruhigungsschlaf war direkt eine Heilkur für unser Bertha! Mei! Was? Und der Schnatterer hat mir 400 Mark gegeben für die tote Bertha, die jetzt lebt. Das ist das Schmerzensgeld für die Bertha! Mei! Hilde! Hilde! Hilde, du Wilde! Komm raus zu mir! Aber Frau, was ist denn da? Stell dir vor! Was denn? Unser Bertha lebt. Nein. Die ist gar nicht hier. Nein. Du stell dir vor, die wuselt sich schon wieder im Dreh umeinander. Ich kann, aber ich sag dir was. Was ich alles anstellen hab müssen, dass ich wieder so weit gebracht hab, kann ich ja gar nicht sagen. Papa, wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach. Wiederbelebungsversuche. Mund zu Mund. Ja. Und dann habe ich mit der Gierskanne, vom Schwanzel bis nach zum Kopf, habe ich immer kalt abgossen, gell? Dann habe ich es massiert und wieder gossen und wieder gossen. Und stell dir vor, heute, nach einer halben Stunde hat es ganz langsam der Schwanzel wieder geriert. So. Was sagst du denn mir so? Ja, und dann bin ich drauf gekommen, dass mir überhaupt kein Rasierpinsel nicht brauche. Wie viel Wasser hast denn du da braucht? Lass mich mal rein mit dem blöden Wasser, ne? Papa, du was? Bist ein Sauhild. Jawohl. Sag das ja nicht nur einmal, sonst glaubt das noch. Was hast du an? Das bin ich. Stell dir vor, ich hätte die bewusstlose Sache einfach abgestochen, dann wäre jetzt alles zu spät. Das ist ja alles recht und schön. Ich bin ja auch froh, dass das so ist. Ja. Aber was anderes wollten wir doch eigentlich gar nicht, oder? Was ist jetzt? Soll ich jetzt den Kessel gleich noch einmal heizen? Ja. Oder möchtest du bis morgen warten? Ja. Papa, du wirst doch die Bertha jetzt nicht mehr schlachten wollen. Ja. Jeder zum Tode Verurteilte, der durch irgendeinen Umstand im letzten Moment der Hinrichtung entronnen ist, wird begnadigt. Nadel, es fang jetzt schon wieder an. Ja, also, ganz unrecht hat sie nicht, gell? In meiner Gnadenfrist kann mir schon noch geben. Ich meine, was die Sau alles mitgemacht hat, das ist eine total mitgemachte Sau, ne? Ja. Die kann man doch nicht einfach schlachten jetzt, ne? Papa! Was? Papa! Okay, euch ist doch nicht mehr zum Helfen. Macht's doch was wollt's. Die sterben da. Ein gutes Geschäft haben wir auch noch gemacht. Weißt du was? Was? Du kochst jetzt sofort einen großen Topf mit schönen Kartoffeln. Ja, ja. Das mag unser Bert am allerliebsten, ja, gell? Genau. Und für uns machst du eine große Pfanne Kaiserschmarrn, wie man so kein Leber und noch nicht blühen wirst, wie wir haben. Und dann wird gefeiert. Ja, genau. Dann schau ich halt, ob ich noch nur Eier da hab. Ja, das tust du. Aber zuerst geh ich noch zu der Krammerin rüber und schau, ob sie so eine kleine Gierskanne hat. Aber hast du das gesehen, Mama? Alles nur Schau. Ja. Die freut sich doch selber, dass unser Bertha wieder lebt. Ja. So. Weil ein so ein Glück. Ja. Und ein so ein gutes Geschäft. Jetzt räume ich die Schlachtutensilien beiseite. Die Guillotine wird entfernt.
Ach, so ein raffiniertes Luder. Spult uns die Tote vor und weiß ganz genau, dass ihr dann nichts mehr passiert. Na? Was ich mir gesagt habe, die Bertha ist einfach eine unwahrscheinlich intelligente Sau. Ach, Fräulein Moni, ich komme mich nach dem Reparaturzustand meines Dienstfahrzeugs erkundigen. Er war schon in der Werkstatt? Ach, Schmarrn. Da war doch gar nicht viel kaputt. Das hat der Papa selber gekriegt. Unmöglich. Alles war verbogen und verbeult. Ich bestehe auf eine fachmännische Reparatur. Also zur Sicherheit werde ich noch eine kurze Probefahrt mit meinem Dienstfahrzeug unternehmen. Ja. Passen Sie doch auf, Sie töten Sie! Ja, Herr Schnatterer. Ja. Was machen Sie denn da? Ja, Fräulein Moni, es ist mir richtig unangenehm. Ja, ich hab meinen Zug verpasst und heute geht keiner mehr. Ehrlich? Ja. Ach, Herr Schnatterer, wollen Sie noch nicht ein bisschen zu mir her sitzen? Also jetzt bin ich ja fast ein bisschen sprachlos. Was, ist das Ihre Ernste? Ich meine, ich darf mich tatsächlich zu Ihnen hinsetzen. Ja, freilich. Ja. Wissen Sie, wegen dem Kaiserschmarrn. Was? Was hab ich mit dem Kaiserschmarrn zu tun? Ja, nix, ich war jetzt nur, die Mama, die hat einen Kaiserschmarrn gemacht. Ach so? Jetzt da bleiben. Zum Kaiserschmarrn? Ja. Aber gern, Fräulein Moni. Ja, Luis. Ja, freilich. Was will denn der schon wieder da? Mama, darf der Herr Schnatterer bei mir bleiben? Was? Zum Kaiserschmarrn, meint Ihre Tochter. Ja, wollen denn Sie überhaupt einen Kaiserschmarrn? Ab heute mag ich Kaiserschmarrn. Oh. Wer sagt denn, dass Sie nur zum Kaiserschmarrn da bleiben, Herr Schnatterer? Ja. Fräulein Moni, jetzt kenne ich mich gleich gar nicht mehr aus. Ja, ich meine, ich möchte nicht schon wieder einen Fehler machen, ne? Lassen Sie es heute drauf ankommen, Toni. Moni? Moni? Moni, darf ich? Ja! Moni. Was ist denn dann überhaupt mit dem Bäder, ha? Du heirat doch so ein Rosel. Was? Ja. Du darfst mir jetzt ganz offiziell und in aller Öffentlichkeit ein Bussel geben. Das tue ich. Das tue ich saukalt. Ja, was soll denn das bedeuten, ha? Dreimal darfst du raten. Eins, zwei, drei, ich weiß es immer noch nicht. Ja, was? Papa, wir haben uns gern. Was habt ihr euch gern? Um Gottes Willen, ein Sonntagsjahr in unsere Familie. Gut, einverstanden. Und zum Beweis, dass ich einverstanden bin, da habt ihr ein Hochzeitsgeschenk. Aber eines bitte mal aus, gell? Mein lieber zukünftiger Schwiegersohn, es wird nicht mehr in der Gegend herumgeballert. Versprochen, lieber Schwiegervater. Ja. Der Schuss war nur eine Ausnahme. Hoffentlich. Ja, ja. Aber was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Da kaufe ich eine zweite Sau. Mich trifft ja der Schlag. Aber bei dir mache ich keine Wiederbelebung.